Mein Name ist Stefan Erb, ich bin Schäfermeister hier in Bleckede. Ich betreibe schon seit gut 30 Jahren hier eine Deichschäferei. Wir pflegen mit so bummelig 1000 Mutterschafen 30 Kilometer Deichflächen. Also bei uns ist es halt anders als an vielen Küstendeichen, haben wir hier keinen Festzaun. Das heißt, die Deiche sind nicht eingezäunt und wir arbeiten komplett mit diesen Elektronetzen, die wir hier auch sehen. Also wir müssen, wenn wir nicht hüten, aber das kommt mittlerweile relativ selten vor, da bauen wir tatsächlich jeden Tag mit diesen Elektronetzen ein Ferch, wo die Schafe dann drin fressen. Bei uns ist es halt so, dass wir mit unseren Deichen, wie man hier sieht, relativ an den meisten Stellen vom Fluss relativ weit weg sind vom Wasser. Der Deich sich hier so durchs Elbvorland zieht. Von daher zäunen wir sowieso an beiden Seiten mit den Zäunen und haben das dann relativ dicht. Also den Zaun brauchen wir ja erstmal, den brauchten wir ja schon immer, damit die Schafe nicht weglaufen. Das ist ja erstmal sozusagen für uns Schäfer, war das ja sozusagen immer der Zaun dafür da, um die Schafe am Ausbrechen zu hindern, beziehungsweise dass die Schafe auf den Flächen bleiben, die wir ihnen als Weidefläche zugewiesen haben. Seit der Wolf wieder da ist und auch in der Region ist, hat sich das natürlich, ja, kann man schon sagen, komplett geändert. Jetzt ist eigentlich mehr der Fokus, gleichzeitig zu dieser Beweidung der Flächen, halt den Wolf draußen zu halten. Wir haben ursprünglich mit 90er Elektrozäunen gearbeitet. Also die Wölfe, die bei uns sind, haben halt die Zäune übersprungen. Und da sind wir dann zuerst auf 1,05 Meter hochgegangen. Das hat aber jetzt in unserem Fall auch nicht gereicht hier, weil da ist der Wolf auch rüber, ist auch über 1,20 Meter gesprungen. Und darum geht es jetzt hier bei uns in der Region mit diesen Wölfen, die wir vor Ort haben, mit diesem Rudel tatsächlich nur noch mit diesen Hunden. Und wir konnten natürlich in der Vergangenheit schon oft so sozusagen natürliche Grenzen nutzen. Also sei es mal ein tiefer Graben oder sei es auch mal ein Wasserlauf, wo man dann mal ranbauen konnte und dann auf mal etlichen 100 Metern auf einer Seite keinen Zaun brauchte, weil das sozusagen als natürliche Grenze war. Das ist natürlich jetzt weggefallen. Wenn man jetzt sich Netze fördern lässt und auch vielleicht auch in den Regionen, wo der Wolfsdruck noch nicht so da ist oder wo noch kein Rudel etabliert ist, würde ich mittlerweile sagen, auf alle Fälle immer gleich 1,05 Meter Zaun, also lieber eine Nummer höher. Also wir haben jetzt hier ein 1,05 Meter hohes Netz. Das hat jetzt hier praktisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stromführende Drähte. In der untersten Erdlitze ist kein Strom, weil die liegt ja auch auf dem Boden, das würde ja ableiten. Und wir müssen halt dadurch, dass wir über die Deiche rüberbauen müssen, haben wir dann diese, wir sagen Hilfspfähle dazu, also so Ersatzpfähle, die wir dann jeweils hier einarbeiten, um praktisch den Zaun auf die richtige Höhe zu bringen, wenn wir über so eine Kuppe rüberarbeiten. Oder auch so wie da unten, wenn man da mal zu so einem Knick guckt, da machen wir dann mit so einem Extrapfahl den Bodenschluss, dass da wirklich die Litze nicht irgendwie hochhängt, sondern dass die Bodenschluss hat, dass das da dicht ist. Dass man halt jeweils die Ecken wirklich vernünftig spannt, damit sozusagen das ganze Zaunsystem nicht durchhängt, sondern eine gewisse Spannung hat. Man kann jetzt hier einen Metallfall, also viele schlagen Metallfall rein. Wir arbeiten einfach, das sind im Grunde so Wenderzinken, wo ein Band dran ist. Also oft sind wir zu zweit, wenn wir einen Zaun bauen. Um so einen Hektar, also 10.000 Quadratmeter einzuzäunen, braucht man, wenn man gut zusammenarbeitet, ungefähr eine halbe Stunde. Wenn man hütet, ist man 8 Stunden weg. Also dann kann man ja auch nichts anderes machen, weil man steht ja bei den Schafen. Dann ist es natürlich mit diesem Zaun mittlerweile wirklich praktischer, weil man hat dann zwar mal irgendwie 1,5 Stunden oder 2 Stunden oder auch mal 3 Stunden zu tun, aber hat dann die Schafe im Zaun und kann sich dann auch wieder anderen Sachen widmen, die man noch zu tun hat. Für uns war ganz klar, mehr als 1,05 Meter schaffen wir einfach nicht durch diese Menge, Länge der Zäune, die wir jeden Tag aufbauen müssen. Sie sind deutlich schwerer, ja. Ne? Also es ist schon dieser Unterschied von 90 cm zu 1,5, was dies jetzt ist. Das merkt man schon, wenn man 30, 40 Zäune am Tag aufgebaut hat, 50 Meter, merkt man das auch schon. Und die 1,20 Meter Zäune sind dann wirklich schwer. Ne? Also grundsätzlich ist es klar, mit dem Elektrozaun, umso mehr Ableiter man hat, sprich hohes Gras, oder Büsche, die an den Zaun kommen, hat man weniger Strom auf dem Zaun. Von daher sollte es immer Ziel sein, wenig Bewuchs an den Elektrolitzen zu haben. Es ist nach wie vor so, dass die Erstanschaffung gefördert wird, aber nach 3 Jahren kann man eigentlich sagen, ist so ein Zaun, der jeden Tag auf- und abgebaut wird, eigentlich verschlissen und muss dann schon wieder ersetzt werden. Die Erdung ist ja immer wahnsinnig wichtig. Man muss halt prüfen, wie viel Volt man auf dem Zaun hat. Das kann man halt ganz oft mit einer guten Erdung verbessern.
Also das heißt, mit mehreren Erdstäben kann man das denn oft sozusagen die Voltzahl dann noch wieder hochbringen. Also das sind jetzt 12 Volt Geräte, also 12 Volt Weidezaungeräte. Es gibt auch welche, die haben nur 9 Volt, die haben so eine Trockenbatterie. Und von diesen, aber auch von diesen 12 Volt Geräten gibt es unterschiedlich schlagstarke Varianten. Und wir haben jetzt hier zwei Erdungen dran, die wir dann einfach mit so einem, es ist eigentlich so ein Überbrückungskabel vom Auto, damit verbinden wir diese beiden Metallstäbe. Und dann kann man halt prüfen, wenn der Zaun aufgebaut ist, ob genug Strom drauf ist oder ob man im Zweifelsfall auch noch eine dritte Erdung braucht. Einerseits die Hütesicherheit für die Schafe, wobei da würde ich sagen, da reichen diese 2500 Volt immer aus, also was die Hütesicherheit der Schafe angeht. Aber hinsichtlich des Wolfes sollte man schon zusehen, dass man am besten 4000 Volt drauf hat. Mit dem Solarpanel kann man sozusagen diese Batterie im Sommer gleichzeitig aufladen. Bloß die Solarpaneele hier so draußen in der Fläche sind einfach sehr diebstahlanfällig. Und von daher wechseln wir regelmäßig alle 2-3 Tage dann diese Batterie aus. Die wird zu Hause aufgeladen und es kommt wieder eine neue Batterie ran. Und wenn man jetzt aber meinetwegen eine kleinere Schafhaltung und die Fläche ist über längere Zeit eingezäunt und man will es einfach haben, kann man mit so einem Solarpanel im Grunde arbeiten und braucht dann mitunter fast den ganzen Sommer die Batterie nicht zu wechseln, weil man immer wieder über diese Sonneneinstrahlung, über das Solarpanel die Batterie lädt. Dadurch, dass man immobil ist mit diesen Zäunen und jeden Tag irgendwo anders einen Zaun stehen hat, das heißt, das Wild kann sich oft nicht so dran gewöhnen. Also wenn da ein Wildwechsel ist, wo sie eben fast das ganze Jahr wechseln können und auf einmal steht da ein Zaun, kommt es schon mal vor, dass man Reh auch mal in den Zaun reinläuft. Es ist selten, aber es kommt schon vor. Wenn das Wild halt in Ruhe kommt und dann nimmt es auch diesen Zaun wahr. Und wenn es in der Flucht ist, dann wird es höchstwahrscheinlich auch egal sein, ob der Zaun blau oder rot ist. Seit wir die Hunde jetzt allerdings komplett alle Herden mit Hunden geschützt haben, ist toi 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 im Moment bei uns, seitdem hatten wir keinen Übergriff mehr.